Seelenreise. Eine weitere Möglichkeit, wie du in Kontakt mit deinem Innersten, deinem göttlichen Kern, deiner Seele kommen kannst, ist die von mir so benannte Seelenreise. Gönne dir dazu eine kleine Auszeit. Setze oder lege dich bequem hin. Schließe deine Augen und achte nur auf deinen Atem. Spüre, wie sich beim Einatmen deine Bauchdecke hebt und beim Ausatmen sich wieder senkt. Spüre deinen Körper fest auf dem Stuhl oder auf der Unterlage und erlaube dir dabei, dich immer mehr und mehr zu lockern. Stelle dir nun vor, dass du selbst in deinem Kopf stehst. Du kannst wahrnehmen, dass in deinem Kopf eine breite Wendeltreppe zu sehen ist, die durch deinen Hals nach unten bis zu deinem Herzen führt. Gehe nun langsam Stufe für Stufe diese Wendeltreppe durch den Kopf und den Hals hinunter, bis du unten an deinem Herz angekommen bist. Du stehst nun vor deinem Herz und nimmst wahr, dass es eine Tür hat. Die Tür steht einen kleinen Spalt weit offen. Erlaube dir, diesen Spalt so weit zu öffnen, dass du in diesen Raum hineinschauen kannst, der sich hinter dieser Tür befindet. Dann öffne die Tür langsam und trete in den Raum ein. Falls du diesen Herzensraum momentan noch dunkel vorfindest, dann sorge dafür, dass er hell wird. Knipse das Licht an oder öffne den geschlossenen Rouladen oder zieh Vorhänge auf und lasse die Sonne in den Raum mit viel Licht durchfluten. Nehme nun wahr, wie dieser Herzensraum ausgestattet ist. Ist er nur kirchlich eingerichtet oder ganz leer oder ist er prunkvoll und feudal ausgestattet? Jetzt schau dich in dem Raum weiter um. Irgendwie zeigt sich dir deine Seele. Vielleicht zeigt sie sich dir momentan als Baby oder vielleicht als Kleinkind, als Teenager oder vielleicht schon als Erwachsene. Nimm wahr, wie sich dir deine Seele heute zeigt. Dann erlaube dir, zu ihr zu gehen und frage sie, was kann ich für dich tun, damit es dir gut geht? Was wünscht sich deine Seele heute von dir, damit es ihr gut geht? Nehme die Antwort in dir wahr, sei es als Worte, Gefühle, Bilder oder wie auch immer. Alles das, was jetzt an Wünschen an dich herangetragen wird, erlaube dir, sie jetzt sofort mit dir, deiner Seele auszuführen und umzusetzen. Wenn sie den Wunsch äußert, lieb in den Arm genommen zu werden, dann drücke sie liebevoll an dich. Wenn sie sich wünscht, zu hüpfen, zu tanzen, zu springen, Purzelbäume zu schlagen, dann erlaube dir, das jetzt hier und sofort mit ihr zu machen und spüre bei allem auch immer dich in dich hinein, wie du dich damit dabei fühlst. Wenn es für dich stimmig ist, darfst du deiner Seele nun versprechen, dass du sie ab sofort öfters besuchen wirst, um sie dann jedes Mal wieder zu fragen, was kann ich heute für dich tun, damit es dir gut geht. Verabschiede dich jetzt für heute liebevoll von ihr. Gerne darfst du dein Versprechen nochmals wiederholen, dass du sie bald wieder besuchen kommst. Du solltest dann das Versprechen bitte auch halten. Verlasse dann den Herzensraum wieder, die Türe darfst du wieder anlehnen oder schließen, so wie es für dich richtig anfühlt. Gehe wieder langsam und bedächtig die Wendeltreppe Stufe für Stufe hinauf, bis du wieder oben in deinem Kopf angekommen bist. Nehme nun deine Atmung wieder wahr. Nun nehme den Raum und die Geräusche in dem Raum wahr. Mit einem tiefen Atemzug bekomme wieder ganz zurück ins Hier und Jetzt und öffne deine Augen. Auch bei dieser Übung darfst du die Ideen, Wünsche, Bedürfnisse deiner Seele wahrnehmen. Darfst du dich zuerst in deinem Kopf wahrnehmen und dann die Wendeltreppe durch den Hals zu deinem Herzen hinuntersteigen sollst
steht dafür, dass du dadurch aus deinem Kopf, deinem Verstand und in dein Herz gehst. What, look, look, look.